benennen? Wie wir den nennen würden? Ja. Wenn du jetzt einfach mal sagst, so, so heißt er. Komm. Einfach so, bam. Einfach bam. Menschenrechte einfach so, kenne deine Rechte. Schlecht, war kack, Junge. Ja, geil. Scheiß Ladezeit. Kann ich auch mitmachen? Nein, nein, geh mal weg, Mann. Geh mal weg, Alter. Du weißt, wie ein Mädchen bin? Ey, mein Freund, ja. Warum tut denn? Ja. Besser tanzen. Tanzen? Okay. Ihre Hoheit, wir haben heute ganz frische Ware bekommen. Vielleicht darf ich Ihnen das mal kurz vorstellen. Hier haben wir einen, naja, ich sag mal jetzt mal minder athletisch, aber nichtsdestotrotz hat er so seine Vorzüge, vor allem im Haushalt. Ja? Dann haben wir noch den Spax, ja, so heißt der. Also, ja, was der kann, der sieht einfach nur gut aus. Aber kannst du kochen? Du hast auch gesagt, du kannst kochen, oder? Ja. Du kannst nicht kochen. Du musst irgendwas sagen, was du kannst. Ich kann das! Ja? Beeindruckt Sie das, Ihre Hoheit? Nicht wirklich. Nein. Habt ihr noch andere? Ich kann sauber machen. Ich kann kochen. Ich kann das. Oh, Hoheit. Ich verzichte. Oh. Du brauchst nicht traurig sein. Auch du hast Rechte. Dankeschön. Nein, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich war das nicht. Hey! Nein! Ich bin unschuldig! Ich klage Sie an, gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Sie haben ein Verbrechen begangen. Hiermit eröffne ich diese öffentliche Gerichtsverhandlung. Also wir haben diesen Film gedreht, um das alles auf unsere Art und Weise auszudrücken. Menschenrechte muss man auch kennen, das sind doch unsere Rechte, was die braucht man im Leben. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es ein sehr aktuelles Thema ist und dass die Menschenrechte uns alle betreffen und dass es 30 bestehende Rechte gibt und jeder von uns hat das Recht, so zu sein, wie er ist. Ja, die meisten von uns wussten sicherlich am Anfang des Schuljahres auch nicht, was die Menschenrechte genau sind. Ich glaube, kaum einer von uns konnte alle 30 aufzählen. Die Zielgruppe sind alle. Alle. Die ganze YouTube-Welt, die ganze Welt. Die ganze Welt. Die ganze Welt.
Muffin. Ich? Nein. Lüg mich nicht an, da waren vorhin 4, jetzt ist nur noch 3 da. Ich hab den nicht gegessen. Willst du auch noch den Muffin, wenn du meinen anderen auch schon geklaut hast? Ich hab den Muffin nicht geklaut. Ja. Nein, hab ich wirklich nicht. Ja. Also das verstehe ich jetzt nicht. Wieso will die App Zugriff auf meine Identität, Standort, meine Fotos, die auf dem Smartphone sind, wollen die zugreifen? Verstehe ich einfach nicht. Sogar aufs Mikrofon. Das heißt, die können mich hier ständig abhören. Ja? Ich habe auch ein Recht auf Privatsphäre. Er will mich fressen. Verpiss dich, wir wollen dich hier nicht. Aber Asyl ist doch ein Menschenrecht. Ja, du bist aber ein Hase. Ich bin Türke. Ich bin Deutsche. Ich bin Französin. Ich bin Argentinier. Ich bin Pole. Ich bin Japaner. Ich bin Libanese. Ich bin Israeli. Ich bin Südafrikaner. Ich bin Chinese. Wir sind die Welt! Möchtest du meine Frau werden? Ja! Ich bin der Meinung, dass Schwule nicht heiraten dürfen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich nicht. Bevor wir mit den Menschenrechten angefangen haben, haben wir einen Film über Gandhi gesehen, wo er für die Freiheit der Inder gekämpft hat. Aber nachdem wir das Thema hatten, unsere Plakate zu gestalten zu jedem einzelnen Thema und die Schüler einzeln kreativ arbeiten konnten und ihre Kreativität mit einfließen lassen konnten, hat es halt so eine Art Höhepunkt erreicht und jeder wurde involviert und jeder durfte mitmachen. Ja, ich bin jetzt fit in dem Thema, weil ich einfach freier arbeiten konnte und halt mir das selbst angeeignet habe, mir selbst dran gearbeitet habe und halt mir deshalb auch vieles merken konnte. Aber letzten Endes geben wir lediglich die Bildungsimpulse und sehen, was daraus wird. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert, dass ich sehe, was
quasi alles in diesen Schülern steckt. Was mich auch motiviert hat, war die Einstellung hier in der Klasse. Also, dass es halt nicht heißt, ja, dass der Lehrer, das sind die Schüler und damit ist jetzt Punkt. Nein, sondern die Schüler hatten die Möglichkeit, selber Lehrer zu sein. Wir hatten zwei Schülerlehrer in Anführungszeichen. Wir hatten verschiedene Ämter, das bedeutet, wir hatten einen Richter, wir hatten einen Verteidiger und wir hatten eine Notengeberin, das war persönlich ich. Und ja, das hat mich halt auch ein bisschen motiviert, weil ich gesehen habe, so okay, hier wird was gemacht. Das kann ich auf jeden Fall im weiteren Leben auch bestimmt irgendwo mal im Kleinen einsetzen. Ich wollte gerne arbeiten, aber ich hatte nicht Arbeitserlaubnis. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht und wir haben hier gelernt, dass es Spaß machen kann, sich selber zu bilden und dass man durch eigene Motivation, sich zu bilden, halt auch weiterkommen kann. In dem westafrikanischen Land treffen immer mehr Flüchtlinge aus dem benachbarten Krisengebiet ein. Das ist nicht der Zufall entscheidend, wer die Welt regiert. Bildung ist der Anfang von allem. Ohne Bildung kann man nichts erreichen im Leben.